Willkommen zurück, meine Freunde, zu Fallout 3. Wir sind stehen geblieben vor River City und zwar mit Was Sydney. ist los? Bla 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 bla, sie sind Ist nur ein verletzt. Kratzer. Danke, ich werde gleich etwas davon nehmen. Okay, Sydney geht's jetzt besser. Ich wollte eigentlich... Jo, Sydney geht's gleich besser. Und zwar bin ich auf die genialste... Ich bin gerade gegen mein Mikro geknallt, sorry. Auf die genialste Idee gekommen, die ich je in meinem Leben hatte. Wir nutzen diese Sydney aus. Weil wir müssen ja zum Washington Monument. Ne, zum Technischen Museum. Und sie will die Unabhängigkeitserklärung. Das heißt, naja, eigentlich wollen wir beide sie haben, aber sie hilft mir und ich helfe ihr. Aber erst hilft sie mir. Und zwar gehen wir jetzt, stürmen wir zu diesem Museum erstmal voran, weil überall sind hier diese fetten Ogers. Nimm mal jetzt die Waffe hier. Und sie hilft mir einfach mal, sie zu besiegen. Aua. Aua. Das hat wehgetan. Nee, dich wollte ich jetzt gar... Warum? Ach so, Sydney. Ah. Ich habe mich schon gewundert, warum das Sydney auswählt. Ich mache mal ein wenig den Ingame-Sound ein wenig lauter hier. So, zack. Jetzt höre ich auch ein wenig viel mehr. Ein wenig viel mehr. Okay. Hundefleisch. 173. 260 können wir tragen. Das ist gut. Wir haben ja voll viel Platz noch. Die haben sich aber hier auch schon fett eingerichtet, muss man sagen. Das ist auch schon krass. So, dort ist es. Und dort müssen wir hin. Aber wie? Wie kommen wir dort am besten rüber? Scheiße. Ob ich da einfach rüberspringen kann? Nein. Kommt sie wenigstens runter? Ich hoffe, Sydney kommt wenigstens runter hier. Wenigstens haben wir hier dann noch Munitionskisten und da haben wir dann auch noch was. Können wir schön alles mitnehmen. Blutpaket plus Stimpak. So, kommst du wohl mit? Wir gucken uns hier ein wenig um. Dort entsteht gerade so ein kleiner Sturm oder so. Hier haben wir noch leere Flaschen. Ach, haben die sich hier extra runtergerahmt, damit sie irgendwie die Wasserabfuhr abschneiden können oder irgendwie so? Verstehe ich jetzt gar nicht. Oh, hier konnten wir rüber. Scheiße. Naja, egal. Kacke gelaufen. Kommen wir hier irgendwie hoch jetzt? Nochmal. Na, springen! Du musst schon springen, um da hochzukommen, mein Freund. Nein. Schaffen wir wohl nicht. Wo ist Sydney? Da. Ja, jetzt müssen wir hier doch irgendwie noch hochbekommen. So, aber... Dich bekomme ich noch aufs Maul. Ja, klar. Und dann triffst du noch nicht mal. Du musst nicht so laut sterben. Bitte nächstes Mal ein wenig leiser. So, du bist auch tot. Das ist gut. Nur ein toter Ogre ist ein netter Ogre. Eigentlich heißen sie ja Orks, aber die erinnern mich irgendwie an Schreck. Darum nenne ich die einfach mal Ogre. Aber die haben sich echt hier gut eigentlich verbaut, muss man sagen. Alter! Kampf der Giganten gerade da hinten, sehe ich. Ey, das ist ja wirklich Kampf der Giganten da hinten gerade. Was sind das da für welche? Ich weiß nicht, ob ich hingehen soll. Okay, sind alles Feinde. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine gute Idee war. Söldner der Talun. So, Söldner der Talun, verreck. Renn doch nicht weg, Mann. So, getroffen haben wir dich, Kack, Söldner der Talun. Ey, auf mich darfst du nicht schießen. Taz, ich sag doch, du darfst nicht auf mich schießen, Söldner der Talun, aber wir müssen auch nochmal treffen hier. So. Kampfflinte, Schachtelzigaretten, Schrotpatronen, Talun-Kampfrüstung. Hört sich gut an. Natürlich besser er als du. Ist doch klar, alles besser als überhaupt hier wer von uns. So, gib her, was du hier hast, Talun. Du hast Kampfflinte auch nochmal, Schachtel-Schrotpatronen und
jetzt guck mal, Leute, ganz, ganz geschickt machen wir jetzt hier Kleidung auf. Nimm diese Talun-Ausrüstung. Machen die wieder ganz und 16, ja? Und unsere Ausrüstung ist 14. Aber die Talun-Ausrüstung hat keine Extras. Trotzdem ziehen wir die erstmal an. Wie sehen wir damit aus? Schwuchtelmäßig, wie immer. So, 5mm Schuss, Kaliberschuss. Medics und deine Ausrüstung auch nochmal. Ob wir die nochmal ab... Ja! Plus 18, juhu! Das ist natürlich sehr gut. So, die Minigun können wir auch nochmal verbessern. Das Kapitol! Da rennt noch so... Ja, ja, flankieren, was willst denn du? So. Alter, die hat eine Zielgenauigkeit, Mann. Die Frau. Wie viel Leben hast denn du noch, Sydney? Was ist los? Du bist verletzt, nimm noch einen Stimpack. Ist nur ein... Danke. Dich kann ich echt gebrauchen, Alter. Du bist echt gut im Vorstürmen, muss man dir lassen. Da kann ich leider nicht nein sagen. Gut, dass wir die so schön ausnutzen können. Nehmen wir schön noch hier, rauben wir die erstmal schön aus. Energiezelle, der hat auch alles hier. Schachtel Stimpack hat da. Und seine Ausrüstung können wir auch nochmal nehmen. Vielleicht können wir wirklich nochmal hier verbessern. Alter, können wir wirklich nochmal verbessern. 20 haben wir inzwischen, diese blöde Rüstung. Sturmgewehr nehmen wir nochmal hier. So viel Schuss, das ist natürlich auch gut. Das ist ja fast wie auf dem Super. So, Leute, sorry für den kleinen Absturz des Spiels. Ich weiß auch nicht, warum das immer passiert. Und wir mussten nochmal hierher latschen. Und diesmal haben die Supermutanten über diese anderen komischen Freaks da gewonnen. Aber zum Glück haben wir ja diese Frau. Wo ist sie denn? Achso, die ballert da rum. Auf was schießen du? Der lebt nicht mehr. Hallo. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Auf jeden Fall sind wir wieder hier, weil das Spiel ja wieder abgekackt ist. Ich verstehe auch gar nicht, warum. Da oben ist wieder einer. Von hier oben können wir den eigentlich wegsnipen, wenn er sich nicht runterbewegt. Wenn unsere Schüsse da überall ankommen. Ja, die kommen da sogar an. Na los, komm. Ist der... Ich glaube, den kratzt es gar nicht. Ja, okay, durchsuchen wir erstmal hier schön die Person. Hier haben wir wieder eine Minigun. Na, reicht schon? Na los, komm her! Wenn du schon so große Eier hast und von dort oben schießt. Kleiner Penner, ey. Hat er eine Granate geworfen? Alter! So. Jetzt machen wir mal das VATS hier an. So, der war getroffen, der war daneben. Alter, du spielst ja unfair. Jetzt hole ich auch meine Waffe raus hier. Das ist ungerecht. So, komm, stirb. Stirb doch einfach. Recht langsam. Plus 28 Erfahrung. Ist gut, ist gut. So, jetzt durchsuchen wir nochmal seine Leiche hier. Aber was ich noch nicht genommen habe, und zwar diese Rüstung von diesen komischen Freaks da. Aber wir gehen da nicht rein, ins Kapitol. Festeingang. Okay, wir speichern erstmal ab. Mal gucken. Weil ich glaube, dort sind überall Dings drin. Diese Mutanten. Was sind das für Leute da hinten jetzt? Muss ich das verstehen, warum hier Leute drin sind? Hallo? Wer bist du? Ah! Was haben wir denn hier? Die kriegen wir. Ja, die kriegen wir auf jeden Fall, du. Alter! Jetzt habe ich keine Munition hier mehr. Jetzt nehmen wir erstmal...
Was nehmen wir hier? Erstmal hier wieder reparieren, ne? Und dann die Kampfflinte. So, jetzt verreckt doch mal endlich. So. So, den hätten wir dann auch schon mal. Jetzt du. Tot. Tot den Supermutanten. So, und jetzt deine Rüstung hätte ich bitte gerne. Hey, was ist los? Kannst wohl kein Blut sehen, wa? Doch, kann ich. So. Alter, die netzt auch alles weg. Die bringt hier alles um. Sydney, komm her. Was ist los? So. Da. Was ist los? Na, ich geb dir noch einen Stimpack hier. Wie viel Leben hast du jetzt, Sydney? Okay, ist wieder ganz in Ordnung. Könnte schlimmer sein, sagen wir mal so. So. Ich werde dich finden. Ja, okay. Dafür habe ich mich nicht gemeldet. Stehen bleiben. Keine Munition mehr gehabt, oder was? Naja, eigentlich schon. So, jetzt gehen wir erstmal auf Kleidung, um das wieder hier alles schön zu verbessern. Und die anzuziehen. Aufklärerrüstung, Powerrüstung. Jetzt gehen wir erstmal weiter. Wow, nicht gegen den Pfosten laufen, ne? Osteingang. War das jetzt eine gute Idee, hier rauszugehen? Nein, war keine gute Idee. Tja, scheiße, dass du mir hinterhergelaufen bist. Weil ich habe eine ziemlich gute Verteidigerin. Na, ihr wisst, was ich meine. Scheiß drauf. Okay. Söldner, du hast wieder so viel schönen Schuss dabei. Jagdflinte und deine Rüstung hätte ich auch nochmal gerne, weil dann können wir schön nochmal hier so sauber machen. Jetzt gehen wir erstmal hier nochmal nachgucken, ob da hinten was liegt. Wir haben ja nicht umsonst alles umgebracht. Naja, was heißt wir, ne? Die Frau, aber... ist auch unser Ruhm. Da hinten ist wieder einer. Gehen wir erstmal hier hin. Was ist das hier jetzt? Können wir das irgendwie wegkicken? Ne, glaub nicht. Kisten. Ah, wieder nur langweilige Scheiße hier drin. Stange Zigaretten, dich kann man gut handeln. Dann gehen wir mal zu dem da hinten hin. Wie viel Leben hast denn du? Sydney, der gehört dir. Ei! Alter, den hat's weggenetzt. Was ist da los, Mann? Hier drüben. Achtung! Alter. Hier drüben. Ey, du Arsch. Los! Siehst du, den hab ich umgebracht, nicht du. Alter! Was ist das? Okay, erstmal hier schön nehmen, ja? Dann diese Kampfrüstung und dann müssen wir hier Kleidung nochmal reparieren und dann gehen wir ab da rein. Alter, krasser Shit. Nur das Problem ist, ich habe keine Waffen mehr. Was nehme ich jetzt hier? Ich nehme die Minigun, glaube ich. Oh ja. Oh ja. Wo bist du? Was ist los? Ich hab noch was für dich. Ist nur ein Danke. So, jetzt hast du auch wieder ganz gut Leben. Weil wir fressen uns einfach hier durch. Wir nehmen hier noch. Und das hier noch. Und dann den hier noch. Und dann das hier und dann essen wir nochmal Bufut und dann Ameisenfleisch und ab schnell rein da, bevor das alles nachlässt. So. Alter, verpiss dich. Sehr gut.
Nein! Hat er uns die weggehauen? Egal, wir brauchen sie eh nicht mehr. Stirb! Super Mutant! Ach, das war ja einfach. Ich dachte, er wird jetzt hier so... richtig schwer. Powerhelm und Powerrüstung, sehr schön. Rakete, Splittergranaten. Keine Ahnung, was es ist. So. Talon, Kampfrüstung. Was ist das hier? Jetzt erstmal schon die Kleidung, Powerhelm hier reparieren und Powerrüstung. Ich meine den Powerhelm. Okay, strahlenresistent. Nur leider kann ich euch immer noch nicht anziehen. Okay, jetzt können wir die hier wegwerfen. Und jetzt gehen wir nochmal unter den Waffen nachgucken. Was haben wir hier? Genau, reparieren. Welche Waffe waren das gerade? Die hier, wa? Die ist gar nicht so schlecht. Wo sind unsere Freundin jetzt gestorben? Also, was heißt die Freundin? Mark IV-Geschütz. Wow. Es wird immer noch geschossen hier. Es sind irgendwelche Geschütze, aber keine Ahnung. Gott weiß, was das ist. Warum wird hier noch geschossen? Und von wo? Ey, Kronkorken. Ja, okay, warte. Schachtel, Zigaretten, Talonkampfrüstung. Okay, das können wir gebrauchen. Wir gucken uns mal hier ein wenig um. Elektrischer Leiter, mit dem kann man auch noch ganz okay handeln. Hier haben wir Geschütz. Das könnten wir sogar dann einsetzen gegen den Fettsack. Tja, hätte ich das gewusst, ne? Das ist aber natürlich schwieriger zu hacken, glaube ich, dann. Wir brauchen hier noch etwas. Nix da. Ist wirklich nix da. So, hier muss man raten, glaube ich. Einfach nochmal rein. Nochmal rein, bis wir es irgendwann haben. Und nochmal. Man komm, irgendwann schaffen wir es doch. Schade, ich dachte, den letzten Versuch wird so geschafft, aber ne. Naja, egal, brauchen wir ja eh nicht mehr, der Fettsack ist tot. Hier ist kein... nichts mehr zur Sorge, also ist alles in Ordnung. Müssen wir keine Sorgen mehr machen. Hier haben wir sogar noch einen Minigun. Noch ein wenig Schuss. Kakerlakenfleisch, sehr viele Granaten. Und jetzt können wir unsere Minigun wieder reparieren. So, was haben wir hier weiter? Metallkisten. Wieder ganz viele lustige Metallkisten, die alle leer sind. Aber hier gibt es schon Schuss. Guck da, Raketen. Also echt geiles Teil. Da haben wir noch einen Raketenwerfer. Ey, das ist hier Himmel auf Erden. Noch mehr Raketen. Level erhöht. So, jetzt können wir hier wieder... Wissenschaft. 55. Reparieren. Kleine Waffen schleichen. Wissenschaft machen wir mal auf 57 und danach Dietrich. Okay, 58. Dann machen wir hier große Waffen auch noch. 25 und dann Energiewaffen. Den Rest. Und dann hier. Mit dem Extra erhalten Sie weitere 30 Punkte für die Fähigkeit Sprache. Solange neutraler Karamell. Okay. Mit dem Extra Schnorrer finden Sie Behälter. Besessen. Bla 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 bla. Was hatte ich denn hier ausgesucht? Solange sie ein Gewehr? Nein. Auch nicht. Blutiger Tod. Mit dem eigenen Blut fügen sie mit ihrer Waffe 5% mehr Schaden zu.
Bleimagel, Windhund, das habe ich sogar zweimal mit dem Extrawind. Können Sie Ihre durchtriebene Charme einsetzen, um Leute zu beeinflussen? Darüber hinaus hätte jeder weitere Rang die Fertigkeitssprache um Peitschen um 5%. Verständnis. Mit dem Extrawind hätten Sie mit jener keinen weiteren Fertigkeitspunkt. Okay, toll. Sie sind gerade dazu besessen, zu benutzen und zu pflegen. Mit jedem weiteren Rang des extra Waffenflügels erhalten Sie weitere 5 Punkte für die Fertigkeit kleine Waffen und reparieren. Vatersöhnchen, was haben wir hier noch? Können Sie jeden beliebigen Ihrer Special-Attribute in einzelnen Punkten? Nein. Heller Kopf. Dieb machen wir mal. So, hier noch die Atombombe, die Gleisnägel. Das Terpentin oder was es auch immer war. Schnapsglas, Bleirohr. So. Haben wir ja ganz gut gemeistert hier, ne? Haben wir natürlich alles alleine gemacht. Ich brauche ja keine Hilfe. Ist ja selbstverständlich. Jetzt können wir hier nach unten. Obwohl ich eigentlich gar nicht wissen will, wohin das führt. Was? Polizeiknüppel? Brauche ich gar nicht. Metallkiste, noch mehr Metallkisten, noch mehr. Und noch mehr. Alle sind leer. Langweilig. Säulenhalle. Alter. Okay, hier kommen wir irgendwann mal. Hier kommen wir mal irgendwann später hin. Wir machen erstmal, ja, raus hier. So. Hier ist der Ausgang, nur jetzt weiß ich nicht. War der Ausgang jetzt dort? Oh, wartet, da haben wir noch. Ein Fatman. Söldner, Energiezelle, Impulsgranaten, Kronkorken. Ey, dass ihr so viel dabei habt. Hier, Kampflinte könnte ich gebrauchen, weil ich mein Dings... Talon-Kampfrüstung... Ah, die habe ich hier weggeworfen, also geht's hier auch hier raus. Okay. Jetzt erstmal hier reparieren wieder. Irgendwas kann ich sicher noch reparieren. Siehst du, sag dich doch, dass wir noch was reparieren können. Aber wir haben einen Fatman, genau, und der kostet voll viel. Wo ist der Fatman? Wo ist der Fatman? Kaputte Gegenstände können erst nach Reparatur wieder verwendet werden. Ah, schade. Ist noch im Arsch, der Fatman. Von da kamen wir nicht, sondern von hier. Hier gehen wir auch direkt mal raus. So, und dann kamen wir da schräg, genau. Und nach hier? Oder? Ja doch, da liegt sogar noch dieser halbnackter Typ. Genau, hier sind wir rausgegangen. Reingekommen. Aber rausgehen tun wir auch hier. Okay, im Kapitol waren wir auch schon mal drin, sehr interessant hier. Ganz schön viele Gegner. Sehr gefährlich. Ab zur Promenade. Wird schon wieder dunkel. Ach, sieh mal einer an. Das ist doch... Da steht das Weiße Haus da ganz hinten. Und ich werde wieder angeschossen. Warte mal kurz. Von wo? So, das was du kannst, kann ich schon lange. Warte mal kurz hier. Beide müssen nachladen. Und zwar jetzt bin ich ein wenig unfair. Ich darf mich wieder heilen hier. Jet AP, Kakerlakenfleisch, Steelpot, was ist das? Alter! Und wie lange hält das? Dieses Steelboy? Oh Mann, das kann ich nur einmal einsetzen, das wusste ich ja gar nicht. Ich dachte, ich kann das forever einsetzen. Forever young, I wanna be forever young. Oh, sag jetzt nicht, wir sind auf der falschen Seite und wir müssen eigentlich... Lokale Karten. Doch, wir sind auf der falschen Seite, Mann. Oh, scheiße. Egal, wir latschen da irgendwie hin, wir sind eh unsichtbar. Krass, aber ich wusste gar nicht, dass sowas geht, Unsichtbarkeit. Wie lange hält denn das jetzt? Für immer? Ich habe da gar nicht drauf geachtet. Das wäre natürlich krass, wenn es für immer hält. Dann können wir jetzt für immer aus dem Hinterhalt angreifen. Wir sind einfach unsichtbar. Krasser Scheiß. Das kann ich doch sicher irgendwie ablegen oder so, wa?
10 mm. Es muss unter Kleidung sein. Nee, auch nicht. Hilfe, sonstiges. Munition, auch nicht. Was war das? Flammenwerfer, ach so. Okay, komisch. Oh, wir sind ein wenig verstrahlt. So, schon geht's uns besser. Getötete Kreaturen, 149. Hä, das hält aber wirklich jetzt nicht für immer so, oder? Dass wir unsichtbar sind. Oh, komisch, komisch. Sehr komisch. Entdeckung, technisches Museum, endlich, wir sind da. Halleluja. Puh, sind wir endlich nah angekommen. Nach langer, langer Zeit. Wer hätte es gedacht, hier sind Gegner. Zum Glück sehen sie uns nicht. Na du, wie geht's? Sollen wir noch weiter verstecken? Aua! Wie hat der mich entdeckt? Hä, wie hat der mich entdeckt? Ich dachte, die können mich gar nicht so schnell entdecken. Naja, okay, Leute, wir machen dann hier erstmal Schluss und sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.